Servus Leute, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, wie ihr gerade sehen könnt, ich bin bei Miguel zu Hause. Einige werden sich jetzt fragen, yo Herrach, wie kommst du, dass du da bist? Freunde, wir haben uns vor 2 Jahren gestritten gehabt. Ich meine, das hat fast jeder mitbekommen hier auf YouTube und auch allgemein. Und ja Leute, nach 2 Jahren hat sich wirklich sehr, sehr viel getan. Ich und Miguel haben uns dann irgendwann mal ab und zu getroffen gehabt, haben uns die Hand gegeben, aber nie wirklich miteinander geredet. Dann ist die Geschichte mit seiner Psychose passiert. Da haben auch wirklich sehr viele YouTuber ein Video darüber gemacht, wo ich mir dachte, so, warum macht ihr ein Video? Viele haben auch gesagt, so, Herrach, warum machst du ein Video darüber? Darüber habe ich nie ein Video gemacht und ich habe auch dann angefangen gehabt, Miguel zu schreiben, so, ey Bro, wenn was ist, melde dich bei mir, wenn es irgendwas gibt, wenn ich dir irgendwas tun kann, dann sag mir Bescheid, ich helfe dir. Und so sind wir dann wieder in Kontakt gekommen, Freunde, und ich habe mich bei ihm entschuldigt, er hat sich bei mir entschuldigt für all diese Sachen. Wir haben uns durch Freunde so vieles sagen lassen, was gar nicht war, Freunde. Es sind einfach Sachen gekommen in unseren Kopf, die so gar nicht gab. Und so wurden wir beide so richtig aufeinander gehetzt. Und so ist dann dieser große Beef entstanden, was wirklich eigentlich ohne Sinn war. Wir haben uns wirklich die ganze Zeit super verstanden. Von seiner Seite, das werdet ihr in seinem Video hören, Freunde, und das ist jetzt gerade meine Seite. Bei mir wurde wirklich viel geredet, ich habe vieles mitbekommen. Herrach, der hat so und so über dich geredet, er hat das und das gemacht und ich war übelst wütend, habe alles geglaubt, habe dann alles gesagt. Habe dann auch vor Wut gesagt, hab so ja, weil er vor Wut bei mir gesagt hatte, ich hätte meine Freundin betrogen, habe ich dasselbe bei ihm gesagt gehabt, obwohl das wirklich nie passiert ist. Weder bei ihm noch bei mir. Dazu komme ich aber irgendwann später mal in einem Video nochmal darauf zu, Freunde. Und ja, im Endeffekt war wirklich alles einfach nur Palaver. Wir haben uns wirklich zu viel beeinflussen lassen von anderen Leuten. Und so haben wir uns jetzt wieder getroffen, Freunde. Wir haben ab und zu wieder miteinander geschrieben, haben uns jetzt heute getroffen, haben über alles geredet, haben die ganze Vergangenheit vergessen, Leute. Weil wie gesagt, das sind jetzt 2 Jahre, seitdem das Ganze passiert ist. Und ich meine, nach 2 Jahren, so, wer bin ich, wenn ich ihn nicht verzeihen kann, so, versteht ihr, was ich meine, Freunde? Und im Endeffekt haben wir uns gut verstanden nach dieser Zeit und ja, so ist das passiert. Ich wünsche Miguel alles Gute, vielleicht kommt ja demnächst noch was, Freunde. Und ja, mit diesem Video entschuldige ich mich nochmal bei dir, Miguel, für diese ganze Scheiße, was war. Und Freunde, ich habe die ganzen Videos damals, die ich gegen Miguel gemacht hatte, vor ein halbes Jahr ist das jetzt ungefähr her, Leute. Da habe ich die ganzen Videos schon runtergenommen. Vor ein halbes Jahr habe ich schon eigentlich mit alles abgeschlossen gehabt. Ich habe die ganzen Videos gelöscht. Ich wollte die Videos einfach nicht mehr auf meinem Kanal haben. Und deswegen hatte ich dann halt die ganzen Videos da gelöscht gehabt. Ich kann euch nur eins sagen, Freunde. Seid gespannt auf die Zukunft. Es werden so krasse Sachen auf euch zukommen. Und ja, mehr will ich euch nicht verraten. Yo, Leute! Ja, Leute, da ist er, Digga. Was geht ab? Freunde, wie gesagt, ich kann es euch nicht oft genug sagen, seid gespannt auf die Zukunft, was alles auf euch zukommen wird. Nehmt uns als Beispiel, dass ihr immer vergeben solltet, dass ihr euren Feinden auch vergeben könnt. Natürlich gibt es Dinge, da lässt sich streiten darüber, ob man vergeben soll oder nicht. Aber im Endeffekt solltet ihr so einen Streit wie wir nach zwei Jahren wie bei uns spätestens vergeben. Und ihr solltet euren Feinden vergeben, Leute. Im Leben ist es nie gut, Feinde zu haben. Ich meine, das war nicht mal wirklich was Schlimmes gewesen. Und auf uns wurde einfach zu viel eingeredet. Wir haben uns manipulieren lassen von anderen Leuten und haben aufeinander geschossen für nichts. Und das war einfach dumm. Ja, das war dumm von uns beiden. Das war auch ein Riesenfehler von mir, dass ich den Diss-Track gemacht habe. Dazu sage ich noch mehr in meinem Video, Leute. Erster Link unter der Videobeschreibung, Leute. Da hat er auch noch ein Video gemacht. Checkt es ab. Peace out. Wir sind jetzt wieder Homies, ihr wisst Bescheid. Ja Leute, wie der Miguel das gerade schon gesagt hatte, fangt an zu vergeben. Ich meine, wer sind wir, dass wir sagen, dass wir nicht vergeben können? Und ich meine, wie traurig wäre das, Leute, wenn jetzt einem von uns beiden was passiert wäre und wir uns nie wirklich entschuldigt hatten für so eine Scheiße, die wir gemacht hatten. Deswegen fangt an, euren Gegenüber zu respektieren, ihn zu vergeben. Es kommt darauf an, immer was es war, bevor es zu spät ist. Ich meine, was wäre, wenn einem von uns sowas passiert wäre? Und die Psychose hat uns doch mal gezeigt, wie die Realität aussieht. Und Herrach hat sich damals bei mir richtig korrekt gemeldet und hat gefragt, ob alles gut ist. Er wollte mich in der Psychiatrie besuchen. Und das zeigt dann nochmal, wie hart dieses Leben ist und wie unwichtig so ein Streit ist, der so groß war und den ganz YouTube mitbekommen hat. Und dieser Streit verglichen mit der Psychose oder einer Krankheit, die einem Menschen passieren kann, ist einfach nichts. Deswegen, Freunde, habe ich mich auch halt bei ihnen gemeldet gehabt. Ich habe gesehen, Alter, Leute, ihnen geht's nicht gut. Was wäre ich für einen Freund damals gewesen, wenn ich heute nicht für ihn da wäre und ihn geschrieben hätte, ey Miguel, falls du Hilfe brauchst,
melde dich. Wenn du Begleitung brauchst, Besuch oder sonst was, melde dich, ich komme. Wir wohnen nicht weit voneinander entfernt. Ich habe auch gesehen, dass viele seiner alten Kollegen ihn im Stich gelassen haben. Und genau aus dem Grund wollte ich noch extra für ihn da sein. Scheiß auf das, was passiert ist. Scheiß auf diesen ganzen Beef. Genau dann habe ich gesehen, Alter, der Junge braucht jemanden. Und da habe ich mich halt bei ihm gemeldet. Und habe halt immer gefragt, ob alles cool ist, wie es ihm geht. Und ich habe jetzt auch kein Video daraus gemacht, wie sehr viele andere. Die haben halt immer Video darüber gemacht, seine Psychose oder sonst was. Vor allem, Freunde, ich hatte gar nicht damit erwartet, dass irgendwie was von seiner Seite aus kommt. Und auf einmal kriege ich 1000 Nachrichten. Erratsch, geh auf YouTube, guck mal, Miguel hat gerade einen Diss-Track gemacht und sonst was. Und ich dachte so, hä, die verarschen mich gerade alle. Und auf einmal sehe ich wirklich, der hat wirklich einen Diss-Track gemacht. Ja, ich habe ihm nichts darüber gesagt. Ich habe den Frust in mir aufgestaut und... Und wir haben uns nur kurz auf WhatsApp gestritten und er wusste nicht, dass ich einen Diss-Track raushaue. Aber bei mir hat sich das alles so aufgestaut und meine Freunde haben alle gesagt, was ist das denn für ein Wichser und so. Und dann bin ich so sauer gewesen und habe auf der Rückfahrt von Berlin einen ganzen Diss-Track geschrieben. Ja, dann habe ich den Diss-Track heimlich aufgenommen und produziert und dann, ohne ihm etwas zu sagen, auf YouTube gestellt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das für mich war. Eigentlich war so alles so halbwegs cool und auf einmal kommt so... Puff. Ich dachte mir, what the fuck, ey, ich habe wirklich null damit gerechnet, ey. Ja, er wusste nicht, dass ich wirklich so sauer war, aber bei mir hat sich das so aufgestaut und nach dem Diss-Track war er dann mega sauer. Und viele ehemalige Freunde von mir haben mich dann auch noch gehetzt und gesagt, ich soll den Diss-Track machen und ja, ich hätte einfach nicht drauf hören sollen. Die haben halt so aus unnötigen Sachen, Freunde, so normalen Streit, haben die ihn so manipuliert, dass er selber dachte, das wäre sowas Großes und so ist alles entstanden, Freunde. Ja, wie gesagt, scheiß drauf, scheiß auf das, was passiert ist vor 2 Jahren. Heute ist jetzt ein Neustart, heute wird alles besser, Freunde. Und ja, seid gespannt auf eine geile Zeit, Freunde, und peace. Haut rein. Wir sehen uns auf Miguels Video. Peace out. Oder wir gucken uns beide so an, das ist gut. Back, I'm trying to put you to bed, to bed, to bed. I wanna put you to bed.